hallo, ich bin der Herr Horstmann und ich bin eigentlich für Englisch zuständig, aber mein Hobby ist ein bisschen Programmieren und ich zeige euch jetzt ein bisschen was in Scratch, was ich für den heutigen Tag auf dem Titel vorbereitet habe. Lass uns mal fangen wir an. Start, klar. Hallo, wie heißt du? Ich bin der Andreas. Hallo. Und das Spiel ist eigentlich ein ganz einfaches, es ist ein kleines Kopfrechenspiel. Der Pinguin sagt mal zwei Zahlen an, die muss ich addieren, also zusammenziehen. Und dann tauchen hier oben ein paar Bälle auf. Und ich muss den Ball raussuchen, der die richtige Zahl sagt. 17 plus 3, oh Gott, ich bin Englischlehrer. Trotzdem, das weiß ich noch, das ist 20. Den tippe ich an. Und weiter geht's. 19 plus 13, oh, jetzt wird es schon schwieriger, wahrscheinlich 32. Ja, und man merkt jetzt so langsam, die Bälle werden schneller. 10 plus 8, 18. Ja, das kann ich noch. 16, wahrscheinlich 30. Ja, 20 plus 18, 38. Die Bälle werden immer schneller. 25. Nein. Willst du wohl. So, manchmal bin ich es richtig. Und 24. 24 dann. Falsch geklickt, aber immerhin 6 Punkte erzielt. Natürlich möchte ich euch jetzt nicht zeigen, dass ich hier ein bisschen Kopf rechnen kann oder auch nicht, sondern worum es mir eigentlich geht, ist, das ist selbst gemacht. Moment. Mit dieser Programmierumgebung. Scratch. Und das Schöne an Scratch ist, Scratch ist völlig kostenlos. Kann sich jeder selber ein Bild von machen. Jeder kann sofort anfangen zu programmieren. Und wir haben hier so Bausteine, die kann man zusammenziehen, muss gar nicht mehr groß tippen, sondern einfach nur zusammenziehen und tak, 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 funktioniert das auf einmal. Meiner Ansicht nach eine ganz tolle Umgebung, um schnell Erfolge zu erzielen, so dass es auch schön aussieht. Und es gibt im Internet, bei YouTube zum Beispiel, jede Menge Videos, wo man sich das erklären kann. Gut, ciao!